Batterien. Wir alle nutzen sie im Laptop, Tablet, Smartphone oder im Bereich der Elektromobilität. Wenn wir sie nur nicht so oft wieder aufladen müssten. Und dann ist wieder keine Steckdose in der Nähe. Hier setzt die Forschung von Dr. Wolfgang Zeyer an. Er arbeitet an der Entwicklung von Materialien für Batterien der Zukunft, die leistungsfähiger, zuverlässiger, nachhaltiger und umweltfreundlicher sind als die derzeitige Generation von Energiespeichern. Dazu verfolgt er das Ziel, die Zusammenhänge zwischen dem atomaren Aufbau von Festkörpern und den physikalischen Eigenschaften grundlegend zu verstehen, um dann gezielt maßgeschneiderte Materialien zu entwickeln. Ein wesentlicher Aspekt der Arbeiten von Herrn Zeyer beruht dabei auf der Annahme, dass die dynamische